Hallo zusammen und willkommen zum Turniertag Nummer 2. Bevor wir das machen, habe ich versprochen, Fato aus unserer Allianz ist gerade global Platz 8 und in Deutschland Platz 1. Da gehen natürlich die Props raus, liebe Grüße. Und vielleicht schafft er es noch weiter aufzusteigen. Wir gucken mal am Ende vom Turniervideo rein. Der erste Tag war sehr erfolgreich, offensiv wie defensiv. Und das finde ich extrem geil, ehrlich gesagt. Vor allem, weil ich bei anderen Leuten Videos gesehen habe, wo es auch offensiv Bombe lief. Aber wenn es bei vielen Leuten offensiv Bombe läuft, struggelt öfter die Defensive. Klar, irgendjemand muss ja verlieren, wenn offensiv gewonnen wird. Und dass ich dann trotzdem heute früh ein A hatte und jetzt wieder auf A gerutscht bin, finde ich mega gut. Und ich hoffe, das bleibt so. Aber es kann ja sein, dass offensiv jetzt bergab geht. Der Rasselkopf hält ja was an. Den haben sie defensiv gebaut. Wir haben. Bleiben bei dem Team. Lila, lila. Lila in gelb. Das ist zu viel für den Rasselkopf. Das war zu viel für den Rasselkopf. Oh ne, das war es nicht. Jetzt ist die Frage. Gut, ich habe den Rigard eh zur Not am Start, wenn er nicht stirbt. Er stirbt nicht. Was ist jetzt schlimmer? Ich denke, die rechte ist. Oh mein Gott. Ach, ich hätte doch auf die linke Seite gehen sollen. Mit dem Death Down. Aber jetzt können wir hier ein bisschen spielen. Kriegen. Ja, das glücklich hin. Jetzt können wir die linke Seite, die rechte Seite ein bisschen ausbremsen. Und sollte der Melindor jetzt gleich aktiv werden, haben wir unseren Melindor, um das direkt zu entfernen. Ja. Dann machen wir das so. Lass mal so ruhig heilen. Bevor wir bei uns weitermachen, lass mal den auch noch mal kurz ran. Dann machen wir nämlich das. Dann machen wir das. Jetzt nehmen wir ihn aus dem Leben. Mit dem Attack Up auch noch. Und jetzt Lila, komm hoch. So, will Lila hier nochmal hochkommen? Ja! Traumhaft schön. Das ist nicht so schön, Mr. Hutau. Danke fürs Umfallen. So. Ein bisschen lila. Damit sich das hier nicht sinnlos zieht. Na, okay. Wie auch immer. Das war's dann. Dragon 69. Nächster Gegner. Octavia. Wir bleiben. Ich mag die Aufstellung. Die ist erstaunlich flexibel. Das ist gut. Ja, die kriegen wir alle an den Start. Schaffen wir es, bevor der Buddy voll ist, die Bremse drauf zu kriegen. Natürlich nicht. Aber vielleicht kriegen wir ihn weg. Jawohl. Machen wir den. Mal gucken, was der Lila da am Wukong tut. Ja, sehr gut. Jetzt drücken wir mal den blauen.
Ja, der gegnerische Bruder ist wegen mir kein Auslösen, wenn er überhaupt dazu kommt. Es sind eh alle voll geladen. Ach, wunderbar, es geht so schön weiter wie am ersten Tag. Aber man soll den Tag ja nicht von dem Abend loben. Schauen wir mal, was wir jetzt bekommen. Mist, ja. Mister? Oh. Egal, wir bleiben. Never change on a running system, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben. Gut, wir haben einiges an Gelb. Vielleicht kriegen wir da was zusammen. Kriegen wir. Was ist schlimmer hier, die linke Seite? Erste Mal, die rechte doch braucht länger. Ja, okay. Autsch. Ich muss das jetzt machen. Das ist eine Idee. Nicht den Nebel. Ach so, alle. Okay. Ja, ist okay. Kannst du machen. Jetzt kriegen wir Nebel auf jeden Fall an den Start, was wichtig ist. Und wir wollen in jedem Fall. Jetzt muss ich überlegen, wenn ich diese ganzen Drachenbomben da zünde, was passiert? Der fällt darunter, der fällt darunter. Könnte ziemlich viel passieren. War vielleicht zu viel. Shit, habe ich mich verspekuliert. Risiko, Risiko, Risiko. Proto ist bye bye. Nebel auch. Okay, vielleicht habe ich Schwein. Jo. Jetzt ghosten wir einfach. Wir spielen das jetzt ganz sauber zu Ende. Die Heilung tickt von Rigard. Wir wollen nichts forcieren. Oh mein Gott, die hauen ganz schön rein. Ich brauche Melindor. Hol mir Melindor gleich wieder. Lila, da ist Lila. Okay, hier spielen wir jetzt mal rein, mal gucken, was wir kriegen. Der kann aufbauen, das nehmen wir gleich wieder runter und dann hoffen wir mal, dass wir hier ein bisschen was bekommen, was Schaden an ihm macht. Jawohl. Ja, sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. Und die drei reichen die? Sehr gut. Ich habe zwischendurch echt Bedenken gehabt. Ja, jetzt muss ich auf Grün wechseln. Drei grüne Steine. Ist uncool. Uncool, uncool, uncool. Wie kriegen wir das hier? Kriegen wir irgendwie einen Diamanten zusammen? Kriegen wir nicht. Oh mein Gott, jetzt ist der Paladin-Buff da angesprungen. Das ist was wert. Bitte sterbt nicht alle jetzt. Das ist gut.
Gut. Jetzt haben die ja nur noch Heiler da drüben und die Fuhrer. Das müsste ich doch eigentlich hinbekommen. Ja, mal gucken, wie viel die Auto-Attacks. 450. Ich brauche ganz schnell hier was an den Start. Das ist wichtig. Das ist auch wichtig. Ja, macht euer Ding. Mir klar, was ihr macht. So. Das nehmen wir weg. Und jetzt machen wir hier. Den letzten Damage-Dealer machen wir nieder. So, und jetzt gucken wir mal. Vielleicht fällt ja hier grün hinterher. Wäre aber auch zu geil gewesen. Und wir bearbeiten ihn mal weiter. Und da kommt das Grüne. Ich spiele bewusst nicht das gelbe Match, weil dann fallen die Grünen nicht ineinander. Spielen wir damit. Reichen die drei? Wäre interessant. Jupp. So. Da kommen wir ein bisschen grün unter ihnen. Kann nicht so schwer sein. Mr. Chinese, vielen Dank. Und ein Hammer noch. Grünhild. Müssen wir fast mit Nebel spielen, glaube ich. Das ist jetzt schwierig. Von wo bist denn du? Fällt mir hier irgendwas Besseres ein? Ich bin gerade skeptisch, das grüne Team dagegen zu spielen. Vielleicht nehme ich noch Nebel mit. Aber wen nehme ich raus? Nee. Ich behalte, belasse das so und ich hoffe auf Grün. Da ist ein bisschen Grün. Die braucht lange, die Bonbon-Hexe da draußen. Bitte mehr Grün. Vielleicht fällt's dir hinterher grün. Ja. Jetzt haben wir den ersten weg. Okay, reichen die beiden Lilanen? Ich hoffe. Ja. Autsch, autsch, autsch. Was ist denn das? Immun gegen Entfernung. Ja, dann machen wir aber den. Und drücken wir auf den Party-Button. Na, fällt dir nochmal lila? Ja. Ja, das kannst du machen. Kommt doch jetzt eher das nach. Wunderschön. Das könnte, ich will es nicht beschreien, aber das könnte mein Turnier werden. Nagibator.
Vielen Dank. So, wir stehen 10-0. Und A in der Verteidigung und in der Bestenliste 467 und es ist schon später Abend. Cool. Mir fehlen 80 Punkte zum ersten. Das ist nice. So, dann schauen wir uns erstmal das an. Und Fato meinte, hat gerade geschrieben, Platz 5 global. Also er zieht also weiter seine Kreise. Da werden wir jetzt nochmal festhalten, ob das wirklich so ist. Oh, bei mir wird noch Platz 8 angezeigt. Ich weiß ja nie. Aber das aktualisiert sich nicht immer regelmäßig. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und morgen geht's weiter im Turnier des Jahres für Dave. Bye bye.